Da hast du recht. Da hast du recht, George. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Warte mal. Gefalle lasse ich hier. Oh, was habe ich das denn mitgenommen? Aber ich brauche halt Unmengen an Pfeilen. Ach, Bone Mess mit Pfeilen, mein. Ach so. Ich habe jetzt gerade gedacht. Ja, klar. Bone Mess mit Pfeilen. Habe ich schon gemacht. Das geht. Das dauert halt ewig, aber. Ich habe jetzt gerade überlegt, den Abo zu machen, indem ich mich hochbaue. Das wäre auch eine Option. Das wäre auch eine Option. Zwar. Kann der da oben hinhauen? Hau ab. Stirb. Ah, er ist im Wasser hinten. Aber da hinten ist ein, hier ist ein Surtling-Spawner, auch sehr geil. Das geht halt nur mit Geduld hier. Durch hier. Ich kann nicht nachts hier. Bin ich geisteskrank oder was? Brauch 5000 Pfeile für so ein Vieh. Die Rüstung wäre schon von Vorteil, ne? Ja, absolut. Also gerade wenn ich nachher in die Ebene muss, da ist die eigentlich unverzichtbar. Ja, hau doch dagegen.
überlegen, ob der mich trifft. Der mich. Toll, George. Das hilft mir gerade wahnsinnig. Aber ich hab ihn gleich. Komm, jetzt nicht abhauen hier. Komm zurück. Das kannst du mir nicht antun. Guck mal hier, Schlundegel, hey, ein Stern. Komm her, Baby. Hab dich gleich. Erster. Yes. Wichtig. Ich werde das schaffen, definitiv. Es wird dauern, aber ich werde es schaffen. Und wisst ihr was? Die Kack-Trophäe, die werde ich mir auch aufheben. Die hänge ich mir an eine Wand. Oh, meine Werkbank ist weg. Naja, gut, okay. Kann ich mitleben. Aber das ging. Das waren jetzt nicht... Ich hätte jetzt zählen müssen, wie viele Pfeile. Also es waren schon einige, aber es ist okay, es ist machbar. Man muss halt gucken, dass man ihn in der Distanz kriegt. Dass man viel schießt im Grunde genommen, wenn er weit weg ist. Glibber brauche ich zwar nicht, aber okay. Federn bräuchte ich. Aus der Distanz im Grunde genommen, okay. Weil er dann mehr Schaden kriegt. Ich würde gern zum Surtling-Spawner. Ich muss ja weiter.
Gott, hier ist schon Feierabend, hä? Das ist natürlich suboptimal. Da ist die Krypta. Und darüber schwimmen ist ein bisschen doof. Mein, okay, mein Floß ist kaputt. Ich kann nicht darüber schwimmen. Das geht auf keinen Fall. Schaffe ich nicht. Auf der anderen Seite, hier wird halt auch nichts sein, ne? Da muss ich mir Sachen holen für den Floß. Und von hier weiter. Ich werde einige Flöße brauchen. 20 Holz, 6 Lederreste, 6 Harz. Mein Papa, ja. Naja, sagen wir es mal so. Ich muss ja das Positive sehen. Ich habe schon den ersten Sumpf. Und habe schon das erste Sumpfmonster hier geschafft. Also nicht den Boss, sondern dieses Abomination, keine Ahnung, Vieh, wie das heißt. Habe ich das erste schon, weil Ziel ist, diese Rüstung zu kriegen. Aber ich brauche 2 davon pro Rüstungsteil. Und das nur auf Stufe 1. Also es ist einiges, was ich machen muss. Und diese blöden Würmer haben gerade schon mein Floß zerlegt. Deshalb habe ich mir gerade ein neues gemacht. Und
werde jetzt mal weiterfahren. Gen Süden. Weil das ist nur ein kleiner Sumpf, hier ist halt nicht viel. Und ich habe halt nur ein Floß, ne? Ebene? Wo? Alter, jetzt hat's mich mal kurz gebeutelt hier. Wo? Das da? Wo? Ja, die Baumwurzel da. Also für Ebene bin ich noch nicht gerüstet. Ozean! Scheiße. Ich will eigentlich gar nicht. Da rechts sehe ich ein Gebirge oder sowas. Dann versuche ich mal da rüber zu kommen. Ist halt mit der Nussschale ist halt kacke, ne? Das Stück Sand da, ja, Ebene. Super. Ja, ich glaube, das wird auch mit das Schwierigste jetzt. Den Wegvisier zum zum Bone Mass zu finden. Das dauert halt, ne? Da sieht auch flach aus, rechts. Das ist auch Sumpf, definitiv. Aber ich gehe jetzt erstmal hier auf die Insel. Und dann schauen wir mal, was da so geht. Portale habe ich auch schon. Ist schon mal, das ist schon mal ein großer Schritt. Dass ich hin und her springen kann durch mit einem Portal. Ich habe ja dann einen Troll für mich arbeiten lassen. Oh ja, das ist Sumpf, definitiv. Ich fliege wieder übers Meer, ja. Hi Flamingo. Gesehen, dass du einen Schlüssel hast. Nö, ich habe den uralten gelegt. Es hat zwar gedauert, aber ich habe ihn gelegt. Und jetzt bin ich auf der Suche nach Bone Mass, nach dem nächsten Gegner, damit ich weiß, wo der ist und mich dementsprechend vorbereiten kann. Und wer die Livestreams hier nicht verfolgt bei diesem Projekt, der ist herzlich eingeladen, auf YouTube zu gehen, Onkel Eifel, auf meinen Kanal und sich da die Folgen anzugucken. Es gibt erst Folge 1 jetzt im Moment, die online ist, die ist seit gestern online. Am Mittwoch folgt Teil 2, immer mittwochs und samstags lade ich jeweils einen Teil hoch, das heißt, oh ja, da. Das heißt, ihr verpasst nichts und könnt euch das schön in Ruhe auch im Nachgang angucken. Ich versuche das alles, oder ich werde das alles live machen hier, damit nachher nicht heißt, ich hätte beschissen oder wie auch immer, oder gecheatet. Und im Nachgang die geschnittenen Folgen, also, ne, so wenn ich hier übers Meer fahre, entweder mache ich einen Cut oder ich lasse es halt schneller ablaufen. Aber dann, so könnt ihr dann nachvollziehen, wie ich es am Ende gemacht habe, wenn ich es denn schaffe. Ich tippe mal auf Ebene hier. Das ist Ebene. Ich kann nicht in die Ebene. Ja, das ist Ebene. Ich kann hier auch nicht sehr nah ans Ufer. Da ist Dunkelwald. Dunkelwald und Sumpf. Dann gehen wir dahin. Ist mir tausendmal lieber.
Am besten wäre ja auch, ich finde Jagdloot im Grunde genommen vom Meer aus, dass ich weiß, wo der ist. Der sieht mir schon ein bisschen größer aus als eben der Sumpf. Es wird wieder dunkel. Ich muss. Oh Gott. Und Nebel. Ja, toll. Bleibt aber auch nichts erspart hier in dem Spiel. Hier war doch eben noch Land irgendwo. War ich gerade im Kreis? Nee, da ist. Okay, da. Okay, hier sehe ich die Äste vom Sumpf. Ich will aber nicht in den Sumpf. Hier war irgendwo noch Dunkelwald. Was ist das eklig? Vor mir ist auch Sumpf. Da stehen ein paar Bäume. Dunkelwald hier. Aber das sind ja wirklich nur ein paar, ne? Natürlich fange ich an zu frieren.
Ach ja, ernsthaft? Naja. Oh nein! Ich habe gerade noch drüber nachgedacht und dachte, wenn jetzt ein Geist kommt, bist du gefickt. Das war's. Er stellt die Werkbank nicht. Bin tot. Kann niemals, never werde ich den Namen eingeben können in der Zeit. Bin tot. Aber es ist nicht so schlimm. Und ein Abo. Natürlich. Es hat einfach keinen Namen dann. Nee. Nee. Ein HP, ne? Ich war im Sumpf gerade.